Als ich neulich diese Kuckucksuhr sah, musste ich sehr stark an den Schwarzwald denken. Ja, wieso auch, ne? Und der Schwarzwald ist besonders, weil ich da immer gerne spazieren gehe. Nach einer langen Arbeitswoche, der ganze Tag im Büro, dann gehe ich immer gerne spazieren. Im Schwarzwald, auch andere Wälder natürlich, vielleicht kennt ihr das alle. Da ist es eine ganz andere Atmosphäre. Und ja, wirklich runter. Es ist ganz ruhig. Man sieht quasi die Lichter von der Sonne durch den Bäumen. Man fühlt ja die weiche Waldboden unter den Füßen. Und nicht zuletzt dann so im Unterholz, sondern verschiedene Geräusche, die man im Büro ja nicht mitbekommt. Also verschiedene Tiere, die da rumkreuchen und fleuchen. Und natürlich auch die verschiedenen Vögel in den Bäumen. Die zwitschern da. Und davon ist ja eben der Kuckuck ja auch einer davon. Also wenn man der Wald quasi als Gesamtes dann betrachtet, dann könnte man sagen, der Wald, in dem Fall der Schwarzwald, hat für mich eine Erholungsfunktion. Ja, weil ich kann mich da wirklich erholen. Das ist natürlich bei weitem nicht die einzige Funktion eines Waldes. Es hat neben einer Erholungsfunktion auch eine deutliche wirtschaftliche Funktion. Ich meine, es ist wichtig zu wissen, wann, wo ich welchen Baum pflanzen zum Beispiel und wie viel so ein Baum mich dann bringt, wirtschaftlich gesehen, in 50 Jahren oder noch länger. Und neben die Erholungsfunktion und neben die wirtschaftliche Funktion gibt es zum Beispiel auch die Funktion zum Erhalt der Biodiversität, wo wir wieder bei den Vögelchen wären. Und wenn man das Ganze jetzt so zusammen betrachtet, dann hakt das irgendwie zusammen. Innerhalb der Biodiversität hakt das ja zusammen. Die verschiedenen Vögel müssen sich irgendwie mit den Bäumen zusammentun. Und natürlich müssen die Bäume so wachsen, dass es wirtschaftlich passt. Und es muss ja auch noch ein bisschen schön aussehen, damit ich noch mich erholen kann. Und das gesamte Paket, das man Wald nennt, könnte man so sagen, das ist ein System, ein System. Ein System Wald, was funktionieren muss. Und dieses System Wald ist ja wieder Teil eines anderen Systems, nämlich das System Land. Weil Wälder stehen ja schließlich nicht im Ozean, ja? Die stehen ja auch im Land. Aber auf dem Land, im System Land, gibt es zum Beispiel auch noch Wüsten, landwirtschaftliche Flächen und so weiter. Also der Wald ist nur ein Teil. Also das System Wald ist Teil des Systems Land. Und das System Land ist wiederum Teil des Systems Erde insgesamt. Wenn man die ganze Erde von Abstand betrachtet, dann sieht man den Land und die Wälder und die Bäume und so weiter. Und das hakt ja alles zusammen. Und ja, ich mache es jetzt noch ein bisschen kompliziert. Es gibt ja nicht nur das System Land auf der Erde. Es gibt zum Beispiel auch, ich bin selber Meteorologe, es gibt das ist ein sehr wichtiges System, ist ja das System Atmosphäre oder Luft. Ja, das ist die Luft, die wir ein- und ausatmen. Ja. Das machen nicht nur wir, das machen auch bei uns das System Wald, ja, auch die Bäume schließlich. Die atmen auch ein und aus. Und die Zusammenstellung in der Atmosphäre, die müsste ja so sein, dass die Bäume ja auch wachsen können. Und die Atmosphäre hat auch eine bestimmte Temperatur. Über Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden entstanden. Die Temperatur ist ungefähr 15 Grad Celsius. Ja, das hat sich so aus Gleichgewicht eingestellt. Welches Gleichgewicht denn? Das hat natürlich zu tun mit der Sonne. Die Sonne strahlt auf unsere Erde, wärmt unsere Erde auf. Und wenn die Erde wenn die wieder ausstrahlt, dann verschwindet nicht all diese Wärme ins All, sondern wird irgendwie gefangen gehalten in eine Art Treibhaus, könnte man sagen, wenn man es einfach sagen möchte. Und das kommt dadurch, dass wir Treibhausgase in unserer Atmosphäre haben. Und ein Treibhausgas ist CO2. Jetzt gehe ich nicht weiter, sonst falle ich von der Bühne. Also man hat ja CO2, Atmosphäre, und dann hat man das System Erde, und dann Land, und dann Wald, und dann Baum. Und das hängt ja alles zusammen. Und jetzt lassen wir die CO2 mal kurz sehen, wir spazieren einfach jetzt weiter in den Wald. Und wenn man in den Wald die Vögel nochmal angucke, dann hängt es sehr davon ab, ob ich jetzt im Sommer spazieren gehe, oder ich gehe im Winter spazieren. Wieso ist es unterschiedlich? Weil ich andere Vögel höre. Ich höre sogar weniger Vögel im Winter als im Sommer. Also man muss da eigentlich die Vögel noch ein bisschen unterteilen. Und zwar das so unterteilen, dass man die Vögel, eine Gruppe der Vögel sind ja Zugvögel. Was heißt das? Das sind Vögel, die in den Süden fliegen, auf
von uns aus gesehen von Mitteleuropa in den Winter und wieder zurückkommen in den Sommer. Weltweit sind das ungefähr 50 Millionen Vögel, die den ganzen Weg hin und her machen. Ja, ziemlich viel. Na, das sind die sogenannten Zugvögel. Und ein Teil dieser Zugvögel sind ja eben die Singvögel. Deswegen hört man ja die Singvögel viel weniger im Winter als im Sommer. Ein anderer wichtiger Zugvogel, die wir haben in unseren Wäldern, ist eben unser Kuckuck. Auch der Kuckuck fliegt in den Süden im Winter und kommt wieder zurück in den Sommer. Also quasi zusammen mit den Singvögeln. Und das ist ja gut, dass sie zusammenkommen. Weil vielleicht habt ihr das schon mal gehört, aber eigentlich ist es ein ganz besonderer Vogel, der Kuckuck. Er baut nämlich nicht ein eigenes Nest. Er legt seine Eier in die Nester von den Singvögeln. Er macht das sogar so clever, dass er die Eierfarbe so macht wie die Eier von den Singvögeln. Dass die Singvögel das gar nicht merken und sagen, boah, das ist aber ein großes Ei jetzt. Ja? Das schmeiße ich meine kleinen Eierchen raus, ja, und brute quasi das Ei aus von dem Kuckuck und zieht da der Kuckuck los. Und so funktioniert das schon seit Jahrtausenden. Das heißt, das ganze System, was wir soeben hatten mit dem Wald und dem System Erde und Atmosphäre, Temperatur, CO2, auch das hängt ja alles wieder zusammen. Und das ganze System bis hin zu der Kuckuck funktioniert. Es brummt und tut und seit Jahrtausenden oder noch viel länger. Und es funktioniert, es hapert manchmal an manchen Stellen, manchmal geht es besser, manchmal geht es weniger gut, aber es sind Gleichgewichte da, die dafür sorgen, dass es die ganze Kette von der CO2 bis hin zu der Kuckuck funktioniert. Das ist gut so. Damit wäre ich eigentlich fast am Ende meines Vortrags. Aber jetzt habe ich einen Titel. Und der Titel heißt Ohne Kuckuck. Und in der zweiten Zeile steht sogar noch Klimawandel. Oh mein Gott, was hat Klimawandel jetzt damit zu tun? Ja? Das kann ich euch erklären. Das hat damit zu tun, dass die Singvögel unter Kuckuck unterschiedlich ziehen. An beide Zugvögel sind aber aus unterschiedlichen Gründen ziehen. Nämlich ein Teil der Vögel zieht, natürlich auch wegen Nahrungsangebot, aber vor allem wegen der Wärme. Das heißt, wenn es kälter wird, ziehen ein Teil der Vögel Richtung Süden. Und wenn es wärmer wird, kriegen sie quasi das Signal, wieder zurückzufliegen. So geht das schon immer. Andere Vögel hingegen ziehen nicht wegen der Wärme, sondern wegen dem Licht. Also wenn es dunkler wird, ist ja ein Unterschied zwischen Sommer und Winter, wenn es dunkler wird, ziehen sie Richtung Süden und wenn es heller wird, fliegen sie wieder zurück. Und das hat man eigentlich normal nicht so bemerkt, weil das ja ungefähr gleichzeitig war. Jetzt ist es so, dass die meisten Singvögel fliegen in den Süden, wenn es kälter wird und kommen wieder zurück, wenn es wärmer wird. Unser Kuckuck hingegen zieht in den Süden, wenn es dunkler wird und kommt wieder zurück, wenn es heller wird. Und normalerweise waren sie immer gleichzeitig. Jetzt gibt es da noch ein Rädchen in unserem System, was ich vergessen habe zu erzählen. Das ist ja das Rädchen Mensch. Weil der Mensch fängt jetzt an, auch Einfluss auf das ganze System zu nehmen und fängt daran, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu ändern, wodurch die Temperatur sich ändert. Und da ändert sich die Temperatur nicht nur so allgemein über die ganze Globus, sondern ändert sich auch im Frühjahr, und zwar wird es früher im Frühjahr warm. Und jetzt sitzen die Singvögelchen, die mit der Wärme in den Süden geflogen sind, sitzen da und kriegen viel früher das Signal, zurückzufliegen. Nachweislich ist das mittlerweile so 1 bis 2 Wochen. Da kommen sie her, dann legen sie ihre Eier, da kriegen sie kleine Jungen, kleine Vögelchen, sitzen da, der Kuckuck sitzt aber immer noch dort. Ja, weil es im Klimawandel ändert sich das Licht ja kaum. Das heißt, der Kuckuck kommt zur gleichen Zeit zurück. Sprich, gleichzeitig, wenn man mit den Singvögeln vergleicht, kommt er einfach zu spät. Und jetzt kann ich euch eins verraten, die Singvögelchen sind tatsächlich nicht die cleverste Kreaturen auf unserer Welt. Aber so doof sind sie jetzt auch wieder nicht, dass wenn sie kleine Vögelchen haben, sie noch ein Ei vom Kuckuck zulassen. Dann sagt sie, ja, also bescheuert bin ich jetzt auch nicht. Das heißt, dass der Kuckuck findet gar keinen Platz, um sein Ei abzulegen hier in unsere Wälder. Und auch nicht im Schwarzwald. Das heißt, der Kuckuck muss weiter Richtung Norden ziehen und wird im Schwarzwald verschwinden. Und das Witzige ist, dass der Kuckuck eigentlich überhaupt
nichts dagegen hat, dass es ein bisschen wärmer wird. Also die 1,1 Grad, die wir jetzt zuletzt 150 Jahre so haben, im globalen Mittel, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, das macht der Kuckuck auch im Schwarzwald gar nicht so viel aus. Also wenn es einen langen, trockenen, heißen Sommer gibt, natürlich belastet ihn das auch. Aber dafür wird er nicht aussterben. Aber wir hatten ja ein System. Und in diesem System läuft das schief, weil wir an einem Rädchen drehen. Und dann funktioniert das so, das hängt ja alles mit zusammen. Über den ganzen Land und über die Atmosphäre und so weiter. Wenn wir an ein Rädchen drehen, dann fliegt der Kuckuck raus. Und jetzt gebe ich euch recht, wenn ihr sagt, es ist mir doch egal. Ja, ich meine, ich habe gerade erzählt, was der Kuckuck macht. Es kann doch niemand ernst behaupten, dass er den Kuckuck mag. Ja, das ist eine große Schmarotzer. Also ist ja egal. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier zu tun mit einem System. Das ganze System, was wir Umwelt nennen. Und wir als Menschen einfach an ein kleines Rädchen drehen. Und plötzlich fliegt da der Kuckuck raus. Wissen Sie, oder wisst ihr, wo das nächste Mal ein Rädchen rausfliegt? Es wird sehr viel Forschung betrieben, zu gucken, wo die Rädchen jetzt genau zusammenhängen. Welches Rädchen am meisten dreht, welches Rädchen am meisten mit der Temperatur zu tun hat. Aber dennoch können wir nicht alle Punkte vorhersagen, wo es das nächste Mal knallt. Und irgendwann, und da bin ich mir sicher, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo so ein Rädchen rausfliegt, was uns direkt betrifft. Deswegen ist mein Appell, wenn wir sonst schon ein komplexes System haben, es gar nicht einfach zu verkaufen, es ist ein unglaublich komplexes System. Wir drehen nur an eine Teilchen und bringen das ganze System aus dem Gleichgewicht. Deswegen hört bitte auf, an ein Rädchen zu drehen, ja, weil wir das nächste Mal gar nicht wissen, wo es uns betrifft. Und das ist eben mein Appell, nicht zu viel an das Rädchen drehen, weil wir gerade nicht wissen, wo es das nächste Mal knallt. Vielen Dank.